Herzlich willkommen bei Giaromo News. Ja, wir haben euch ja schon mal in einem unserer Videos gezeigt, wie wir den Ladebooster haben einbauen lassen. Und in diesem Beitrag möchte ich kurz ein Fazit ziehen. Bringt es das wirklich mit dem Ladebooster? Und das möchte ich euch an einem ganz konkreten Beispiel zeigen. Ja, der Ladezustand der beiden Aufbaubatterien ist aktuell nicht so optimal. Ihr seht es hier, aktuell 60% Ladezustand. Und ich habe jetzt einen Werkstatttermin und werde etwa 60 Kilometer jetzt gleich fahren. Und dann messen wir dann gleich nach den 60 Kilometern noch einmal, wie viel hat denn der Ladebooster denn tatsächlich dann in der Zwischenzeit aufladen können. So, ich bin jetzt 58 Kilometer gefahren und ihr seht jetzt hier an der Anzeige, der Ladebooster hat dafür gesorgt, dass der Ladezustand der beiden Aufbaubatterien doch deutlich besser geworden ist. Vorher waren es 60% und jetzt nach 58 Kilometer gefahren rund 70%. So, ich bin jetzt rund 120 Kilometer gefahren und ihr seht, der Ladezustand der beiden Aufbaubatterien hat sich noch weiter deutlich verbessert auf jetzt 84%. Und damit ist mein Fazit klar, der Einbau des Ladeboosters hat sich für uns sehr gelohnt. Damit sind wir jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit, im Herbst, als auch im Winter auf jeden Fall in der Lage, auch mal ein Wochenende weiter autark stehen zu können. Alleine dadurch, dass die Aufbaubatterien sich durch das Fahren sehr schnell aufladen lassen.